Was geht, Leute? Mein Name ist Anil Fox und heute spielen wir Temple of Aluxus. Ein Tempel hatten wir schon mal vor geraumer Zeit und diesmal steigen wir wieder hinab, voller Geheimnisse, hoffentlich Schatztouren und Dingen, die uns eigentlich nicht gehören, die wir aber an uns reißen möchten. Ich bin gespannt, das Spiel soll nur eine Stunde 30 Minuten gehen, vielleicht schaffen wir es in der kurzen Session. Wir werden sehen, nach dem Intro geht's los, bis gleich. Temple of Aluxus. Ich habe extra geguckt, ob man es auch richtig ausspricht. Aluxus. Alexis. Wie Alex. Aber Aluxus. Spanisch scheinbar. Aber nichtsdestotrotz. Schwarz. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Nur kurz reingeschaut, paar die Einstellen eingestellt. Wir haben hier nur eine Option, eine marginale Fülle von Optionen. Ich habe mich entschieden, mit der Hand mich zu bewegen. Er bedarf zu teleportieren. Resolution auf 2, aber dafür Super Sampling auf 1,0. Genau. Wie gesagt, man hat nicht viel. Man hat hier noch eine kleine Erklärung von Einstellungen, von Steuerungselementen. Und wie viele Level wir zur Auswahl haben. 13 insgesamt. Die werden wir heute hoffentlich alle durchmachen. Ein bisschen Gas geben, denn ich möchte das in einer Folge schaffen. Das ist mein Ziel. Wir starten mit Level 1. Aha, draußen. An sich, ja. Also die Optik muss einem gefallen. Musik. Gefällt mir. Können es bewegen. Na. Okay, da gibt es schon ein Manko. Und ich befürchte, hier wird das gleiche sein. Ja. Ein Manko. Also ich, Physik, Barriere wird es wahrscheinlich nicht geben. Doch, hier ja. Aber ich find's schade. Das heißt, es ist... Ja. Es gibt Möglichkeit zu cheaten. Schade. Echt schade. Aber immerhin gibt es eine Möglichkeit, dann zu resetten. Müssen wir halt Roleplay-mäßig einfach uns an die Regeln halten und nicht durch Wände gehen. Aber das kriegen wir schon hin. Use the grip button to activate the scanner. Try to scan on the ring above. If you can't find a clue for a puzzle, remember to use your scanner. Wir schaffen es auch ohne. Aha. Okay, also es ist wie etwas zum sichtbar machen wahrscheinlich. Okay. Gut, also wir haben ja schon mal das erste Rätsel. Und ich fühle mich jetzt schon verloren. Sachen packen können wir nicht. Gibt es ja wahrscheinlich irgendeinen Schalter. Nee, ich lasse mich jetzt nicht cheaten. Ich versuche das jetzt ohne cheaten. Muss ich ja auch irgendwie so hinbekommen. Ich fühle mich jetzt schon schlecht. Warum hat es mir jetzt gezeigt, dass man sich einen Hinweis zeigen kann, lassen kann? Aber vielleicht gibt es ja dann eine Beschreibung. Ja, komm, diesmal gucken wir uns das an. Mhm. Aha. Ja. Ja, das kriegt man auch nicht ohnehin. Also ganz ehrlich. Das kriegt man nicht ohnehin. Das muss man sich anzeigen lassen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es jetzt halt einfach für Dummies ist. Aber, nee. Schauen wir einfach mal. Vielleicht, meine Hoffnung ist, dass man nicht immer sich Hinweise geben muss, um weiterzukommen. Außer es ist jetzt wirklich wieder, du musst auf den Hinweis. Aber gut, das haben die extra gemacht, um wahrscheinlich die Hinweisfunktion besser darzustellen. Jetzt gehen wir mal einfach mal davon aus, dass man es auch ohne schafft. In Jail.
Navigating the World. The Art of Scanning. Ups. Okay, Jungs. Also viele Tasten kann man nicht benutzen. Au! Kann man. Ein Schwert! Hot Job! Bam! Immerhin Sounds. Das ist schon mal gut. Eine Schriftroll. Und eine Pfanne. Wichtig. Sehr wichtig. Eine Pfanne immer dabei zu... Wow! Beruhig dich! Ein Brief. Ah. Hier muss ich wahrscheinlich dann meinen Scanner nutzen. Also komm. Gehen wir mal einfach Roleplaying-mäßig. Oh, geil. Davon aus, dass wir das Scan-Tool nicht als Cheat-Objekt benutzen, sondern als Tool. Ja. Dann sollte das eigentlich gehen. Ich mag es nicht, zu cheaten. Ich habe ein bisschen Schnupfen, es tut mir leid. Es ist... es wird Winter. Muss ich da oben drauflegen? Nein. Aha. Okay, die Hinweise sind also versteckt. I see, I see. Okay, also da, dritter Punkt, hatten wir eine Vase. Wir müssen das versuchen, schnell zu machen. Wie gesagt, ich habe nicht viel Zeit. Natürlich kann ich es immer noch dann so schneiden, damit ich Zeit habe. Maulwurf, ich nenne es jetzt einfach mal Maulwurf. Maulwurf. Ah, okay, mit Handgelenk drehen. Schau mal. Cool. Hier hatten wir die Vase. So, jetzt bauen wir noch das andere. Also bauen wir mal ein Scan-Tool. Ich habe da ein Juwel, das mir aber irgendwie nichts gebracht hat. Kann ich das in den Rucksack neu stecken? Nee, geht auch nicht. Das Feuer bringt auch nichts. Aber die Pfanne vielleicht. Warte, einen Moment. Komm her. Das, wenn das funktioniert, dann fresse ich ihn. Hm, scheinbar nicht. Okay, gucken wir weiter. Wir haben einen Schädel. Mhm. Mhm. Eine Schriftroll. Also so schwer kann das ja wohl nicht sein, Leute. Die Vase haben wir, also die sind ja hier irgendwo verteilt. Also wenn ich in dem Tempo weitermache, wird das nix. Dann wird das ja nichts. Was kann doch nicht sein? Also die fürs erste Level müssen doch die Hinweise. Aha! Drei Haare nach oben. Ja, und dann braucht man noch eins. Aber das können wir einfach durchswitchen. Ja. Ich würde jetzt sagen, nicht sagen easy, aber eigentlich schon. Aha. Die Tür ist noch versperrt. Warum auch immer. Warum ist die Tür versperrt? Ich kann da durch. Aber ob das so gewollt ist? Weiter aktivieren kann ich es nicht. Ist was mit dem Podest auf sich? Wenn ich da jetzt Sachen drauf stapel. Ne, ich bezweifle es. Mit dem Schwert komme ich auch nicht weiter. Mal kurz alles durchgucken. Nö. Nö. Warum ging jetzt die eine Tür nicht auf? Das ist... Das gibt's doch nicht.
Kann es auch nicht mehr betätigen. Ja, es ist frustrierend irgendwie. Ich würde jetzt auch nicht wirklich sagen, dass es an mir liegt, aber... Ich kann da nicht durch. Warum auch? Warum sollte ich da auch durch können? Dann raus. Oh Mann, so komme ich nicht weit. Eine Tür ist dann noch zu. Vor allem, wo ist eigentlich das... Na gut, vielleicht... Es muss ja nicht unbedingt ein erstes Zeichen irgendwo abgebildet sein. Das ist ja klar, wenn man drei Symbole hat, dann switcht man einfach durch. Würde ich jetzt sagen. Das macht mich wahnsinnig. Gucken wir uns nochmal die Bücher ganz genau an. Ich muss ja erstmal herausfinden, wie man Bücher aufmacht. Tasten funktionieren nicht wirklich, aber ich gehe jetzt einfach intuitiv und versuche und hoffe, das Buch jawohl aufzuswitchen. If you want to change any options or how you move around the world, just press the menu key on your controller and go to options. Wow, ein Buch mit einer Seite. The Art of Scanning. Some secrets have hints where to scan. Some are completely hidden. To, ja, das ist das erste Zeichen. To remember to use your scanner. Das haben wir ja gemacht. Aber diese eine Tür geht nicht auf. Es könnte natürlich auch ein Bug sein. Heutzutage ist vieles buganfällig. Wir probieren mal was aus. Simpler Restart. Normales, wie vorher eingestellt. Jetzt mal gucken. Müsste jetzt. Warum? Jetzt werde ich wütend. Kann man das aufschlagen oder den Schädel vielleicht drauf? Auch nicht. Aber irgendwas muss es ja bezwecken hier. Das ist ein fucking Rätsel. Und da ist die Wand. Die kann man drehen. Das heißt, alles ist ein Rätsel hier. Oh Mann, ich fühle mich so dumm. Oh Mann. Das hat zwei, das ist das einzigste mit zwei. Das hat auch zwei, eins, eins. Okay. Macht irgendwie alles keinen Sinn. Die oberen Teile, die man bewegen kann, okay. Unten auch. Gibt es irgendwo ein Bild? Weil ich muss doch irgendwie eine Vorgabe haben. Oder? Oder muss es gerade runter?
Oder nicht. Das da unten hat zwei. Wie muss das sein? I don't know, aber es leuchtet und das gefällt mir. Endlich weiter. Mann, mit dem Tempo komme ich ja nie durch. 1:30 hieß es. 1:30 pro Aufgabe vielleicht. Oh, da muss man aufpassen, dass wir da nicht runterfallen. Also, wir haben hier so Montezuma-Köpfe, würde ich jetzt sagen. Das ist zu. Okay, Hinweise suchen. Den Scanner nutzen. Okay, wahrscheinlich hat das mit Lichtschranken zu tun. Ja! Oh, natürlich. Und die müssen zu dem Hauptkristall. Scanner sagt hier nichts. Okay, wir können aber die drehen. Okay, ist wie so ein Labyrinth. Aber es leitet nicht. Wir müssen zum Zentrum. Das ist klar. So geht es ja nur im Kreis. Es bringt mir nicht viel. Da ist eine Sperre. Hier. Aber da können wir hier entlang. Und dann nach da. Gut, Teil 1 haben wir. Wir haben Rot und Grün noch. Umgekehrt bringt nichts. Hierhin, da können wir dahin. Und dann wieder hierhin und wieder dahin. Und von dort. Hör auf! Warum willst du nicht? Was soll denn, da kann du gerade. Das heißt, ich muss von der Seite irgendwie kommen. Tricky. Nee, das will er nicht. Will er nicht machen, der Dude. Okay, können wir von... Wir können da lang noch. Na, kommen wir aufs gleiche Problem. Die sind alle gesperrt. Machen wir erstmal den grünen. Da lang. Gesperrt. Da lang. Gesperrt. Hier. Da lang. Da lang. Hier. So, grün haben wir. Der muss also da bleiben. Es gibt nur den einen Weg, von hier zu kommen. Oh, bitte sind es nicht mehrere Wege, die nach Rom führen. Dann kotze ich. Von der Seite können wir nicht kommen. Wir können aber von der Seite kommen. Von hier. Oh, kann es sein, dass ich... doch hier so machen muss. So. Dann können wir von hier... Mhm. Verdammt, ich komme schon wieder durcheinander.
So. Nach da. Hierhin. Dahin. Da. Ich fühle es. Ich bin sowas von richtig. Und bam. Geht doch. Also Leute, das schaffen wir definitiv nicht in einer Session. Aber mir gefällt's, mir gefällt's. Es hat echt positive Vibes. Also dann kann ich jetzt mal ein bisschen langsam machen, ein bisschen drüber reden. Mir gefällt der Artstyle. Mir gefällt, dass es ein bisschen knifflig ist. Es liegt einfach nur an mir. Ich stelle mich wahrscheinlich echt ein bisschen dumm an. Aber es gefällt mir ganz gut. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Aber diesmal ohne Hackett dann. 13 Level, das ist jetzt Level 3. Da muss ich mir jetzt auch nicht durchrushen oder irgendwas schneiden, damit es gut aussieht. Sonst werde ich wahrscheinlich enden wie der hier. So ein Catchen, oder? Journal. This is as far as I will get. I have run out of supplies and I'm stuck. If you find this, I wish you luck. Remember to never give up hope. Das ist gut. Das ist echt gut. Niemals aufgeben. Immer weitermachen. Das ist die wichtigste Devise, die man lernen kann. Das ist so was Kleines, so ein kleines Spiel, das unscheinbar scheint, so eine tolle Botschaft vermittelt. Gefällt mir. Das sind immer so die kleinen Projekte, die sowas Großes aussagen. Was haben wir hier? Aha, eine Kügel. Was, wenn ich da reinfall? Oh, 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 okay. Das ist tricky. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Oh Mann, das wird tricky. Okay. Wo fangen wir denn an? Four step up, one step up, three step down. What? Was haben wir hier, wenn wir scannen? Nichts. Schnupfen habe ich. Wo fangen wir denn an? Wo sind wir denn? One step up. Macht auch keinen Sinn. Das sind 5. 5. Three step down. Ja, nur die Möglichkeit. Aber warum jetzt rechts? Wie geht? Also das muss ja irgendein System haben. Ist noch was anderes, das ich... Nee, nee. Wird das schon richtig sein? Aber warum sollte ich jetzt... 1, 2... Okay, das gibt an, wie viele Felder ich rüber muss. 3 Felder runter. Ein Feld runter. Dann ist wahrscheinlich links, rechts. Wir gehen jetzt mal da. Das ist falsch. Also kannst du nur... Was? Warum? Muss ja irgendein System haben. Da waren wir schon. Das war falsch. Haben wir irgendwie eine Form? Ja.
macht keinen Sinn. Boah, geht mir das auf den Senkel. Nicht reden zu können, weil man sich konzentrieren muss. Aber irgendwie den Code herauszufinden, das heißt ja eins nach unten. Das ist jetzt Zufall, dass ich jetzt darüber gehe, oder ist es mir frei überlegt? Okay, wenn ich dann da gehe, dann 1, 2, 3. Und eigentlich wäre das dann der nächste Punkt, wenn ich nach dem gehen würde. Das ist einfach nur random. Das könnte aber auch diagonal sein. Muss er jetzt nicht auf... Nee. Den hatten wir schon. Das muss ich skippen. Aber das kriege ich hin. Wenn ich auf die Lösung komme, dann komme ich auf die Lösung. Alex, überleg. Wir haben einen Scanner. Nicht nur das unten, auch hier. Das sind unsere... Deswegen sind die auch blanko. Ich sehe. Also, das sagt zweimal nach unten. So, und dann haben wir hier die Formen. Vier Steps ab. 1, 2, 3, 4. Da. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. One step up. Zweimal hoch. Was? Wir nehmen die andere Hand. Hier. Rüber. 1, 2, 3. 1, 2. Das ist die. 4 Step Up. 1, 2, 3, 4. 3 rüber. 1, 2, 3. Ganz nach unten. One Step Up. Heißt aber 1, 2 mal rüber. 2 mal rüber. Ach so. 3 Down. 1, 2, 3. 2 hoch, 1, 2. 1, 2, 3 runter. Oh, das war bestimmt falsch. 1, 2, doch, 3. 2 rüber. 1 rüber. 1 hoch. 1, 2. Das, das. Oh mein Gott! So, 1 von 3. This room and the next one have more puzzles than doors. So you can choose which puzzle you want to solve. And don't forget to scan when you think you are stuck. Okay. Ja, wir haben trotzdem wieder eine Tür vor uns. Dementsprechend sind wir noch nicht fertig. Hier. Alphabetisch, ganz klar. B. Oder? Oder haben wir Hope? Na, haben wir es doch. Haben wir. Hope in Großbuchstaben ist immer ein Code. H, da brauchen wir einmal das Gesicht. Das kann man ja nicht drehen. Sich nichts getan. Oder aber wir müssen das gar nicht solven, weil es hieß ja hier, wir können ja lesen, this room and the next one have more puzzle than doors. So you can choose which puzzle you want to solve. Das da hat sich bestimmt doch, da kann man was drehen. Warum? Dreht sich ja nichts. Wenn ich hier. Nutzen Scanner, wenn du stecken bleibst. Ja, das
bringt mir auch jetzt nicht viel. Und ich habe ja Hope eingegeben. Warum kann ich das drehen? Muss ja auch einen Grund haben, warum ich das drehen kann. Wenn wir uns die Zeichen anschauen. Wie passt denn das hin? Wahrscheinlich muss ich das schon so hindrehen, dass das passt. Nicht. Also ich versuche zu überlegen, dieses Zeichen mit dem so zu drehen, dass es passt, aber dass auch alle anderen Figuren passen. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Nee. Es muss was mit dem auf sich haben, aber ich kam einfach nicht drauf. Und noch andere. Ah. Gut, zu guter Letzt versuchen wir das jetzt noch hinzubekommen. Ich meine, was bringt es mir, wenn ich da oben... Ach, probieren wir es einfach mal. Das ist echt fies, glaube ich. Gut, man kann stehen bleiben. Das ist schon mal gut. Also ich kann es einzeln machen. Langsamer. So, ganz langsam. Noch langsamer. Da gibt es einen schnelleren Weg. Ich glaube schon. Theoretisch, wenn ich ja so und jetzt hoch. So, jetzt muss ich ihn. Ich knie mich jetzt runter. Jetzt muss ich ihn ja hier in die Gerade bringen. So. Oh, wow. Okay. Machen wir den schräg. Bis hierhin. Gehen wir darüber. Gehen da maximal hoch. Ja, easy, ich hab's. So. Leichte Schräge und ich bin oben. Kann ich hier mit dem hochgehen? Und den da. Und theoretisch geht die fucking Tür endlich auf. Ja, Mann. Puh. So. Hier machen wir Schluss. Und dann gehen wir weiter. Wird also doch eine neue Folge geben. Ab zu Atmod. Ja, so viele Schätze haben wir nicht gefunden. Ich bin aber trotzdem reich an Wissen, dass ich nicht so schlau bin.
habe ich so das Gefühl. Oder ich komme halt nicht dahinter. Typisch Escape Room Money, ja, bleibe ich an gewissen Stellen hängen. Aber wie der tote Dude ja geschrieben hat, never give up, hope, Hoffnung haben, weiterzumachen. Und das werden wir auch tun beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Enon Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.